Damn. Yeah. Hallöchen, heute mal Blumentapete, ein bisschen schattig. Warum? Weil ich im Garten bin und spontan gerade was im Rucksack gesehen habe und dann dachte ich, hey, mache ich jetzt endlich mal das Video. Zwei Sachen haben mich erreicht. Zum einen von Din Design, glaube ich. Ich packe alles in die Videobeschreibung, wie der junge Mann heißt. Und zwar hat der mir richtig geile Nummernschilder geschickt. Einmal vorne BTF. Das ist hier wie im Ort üblich. AM1 für Ami natürlich. Mit Sachsen-Anhalt. Landeswappen. Mit reflektierter. Das sind jetzt keine 3D. Der hat auch Nummernschilder in 3D, die sind auf echtem Blech. Das ist echt der Hammer, das ist der Wahnsinn. Hinten habe ich es hier hingemacht, wie beim echten. Mit TÜV vom Mai 88, mein Geburtsdatum. Und das passt auch ganz gut zu dem Auto. Echt geile Arbeit zum vernünftigen Preis, muss man ganz ehrlich sagen. Packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Ansonsten ist an der Karo bis jetzt noch nicht viel passiert, aber die Nummernschilder kann ich euch echt ans Herz legen. Die sind von der Qualität her mega geil gemacht. Wie gesagt, auf echtem Blech. Ich hatte mir eigentlich Halter gebaut dafür. Er verkauft die auch mit Halter. Also die kann man auch mit Halter ordern. Sind echt mega geil, wie gesagt. Wie echt, echt geiler Stuff. Und dann hat mich noch was von einem Abonnenten erreicht. Und zwar vom Luca. Der Luca hat auch einen YouTube-Kanal. Den packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung. Weil ich ihn gerade vergessen habe. Tut mir leid. Aber vielen Dank. Oh, ich habe ein bisschen Schnupfen. Vielen Dank dafür nochmal, Luca. Und wir schauen mal, was er geschickt hat. Das war's. Packe ich jetzt mal weg. Wir haben hier Skill-Tanks, also Kanister, in Rot, Metallic und in Schwarz. Dann haben wir Abzima, Werkzeug, eine Axt, eine Schaufel, eine Spitzaxt, in Rot, Metallic. Warum verkauft Abzima sowas in Rot, Metallic? Ist doch total unlogisch eigentlich, aber okay. Dann Innereien von einem Diff, das ist ein 1:10er Diff. Und wir haben hier noch Karo-Klammern. Auch so eine lang, das ist cool. Dicke und dünne. Hier haben wir, ich hoffe, ihr erkennt überhaupt alles, aber ich denke schon. Es dürfte Bremsen sein. Ein EC. 5 Stecker, ein Traxxas Stecker, ein T-Plug Stecker und zwei Aufsätze für ein Dremel mit Scheiben. Werde ich bestimmt mal gebrauchen, cool. Ist auf jeden Fall cool, das Diff hier, damit kann ich jetzt wenig anfangen. Aber das andere, dafür werde ich auf jeden Fall Verwendung finden. Dass das hier so rot ist, ist blöd, da lasse ich mir was einfallen. Werde ich mir mal einen Lackstift kaufen, beziehungsweise zwei. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, Luca. Wie gesagt, sein Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, für die anderen, die mir ständig was schicken wollen. Wie gesagt, ich werde das nicht öffentlich schreiben, meine Adresse. Schreibt mich privat an. Und dann klären wir das Ganze. Das soll es soweit von dem kurzen Video gewesen sein. Das nächste Mal, die nächsten Videos werden sich nicht um Modellbau drehen. Das kann ich euch schon mal vorneweg sagen. Eins davon weiß ich, ich weiß noch gar nicht, ob ich die wirklich öffentlich schalte. Werde ich sehen. Oder werdet ihr ja dann sehen, ob ihr jetzt in den nächsten zwei Tagen noch zwei Videos bekommt, zwei Unboxings oder nicht. Ich bin auch mal überlegen, ob ich das mache, weil es nichts mit Modellbau zu tun hat. Aber naja, mal schauen.
ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.